Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich mit euch mal über sehr interessante Änderungen an dem Arena-System in Burning Crusade Classic sprechen. Hier gibt es für die PvP-Spieler unter euch wirklich sehr interessante Neuigkeiten und da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Bevor wir uns die anschauen, aber soll auch hier erwähnt werden, es gab einen kleinen Release-Leak eventuell heute. Und zwar wurde im Battle.net Launcher anscheinend dieser Screenshot hier aufgenommen, wo eben hier Burning Crusade quasi angekündigt wurde für den 1. Juni. Sagt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich halte es für etwas früh, also wir haben noch nicht mal über den Pre-Patch irgendwie, ob der Leak wahr sein könnte, weiß ich nicht genau, ja. Einige Leute vermuten auch gerade noch, dass es einfach nur so ein Platzhalter sein könnte. Sprich, hier kommt irgendwann noch ein anderes Datum rein. Der Screenshot wurde, das Bild quasi wurde mittlerweile auch wieder gelöscht. Kann man also im Heroes of the Storm Launcher eh nicht mehr sehen. Andere vermuten wiederum, es ist vielleicht das Datum für den Pre-Patch. Könnte auch stimmen, würde ich eventuell für wahrscheinlicher halten. Ja? Und hier wurde auch zum Beispiel angemerkt von dem ein oder anderen Kollegen, von wegen, wenn das im Heroes of the Storm Launcher nun zu sehen war, dann hätte es schon seit Monaten da sein können, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Habe ich gefeiert, Leute. Hat er irgendwie recht. Aber wir wollen gar nicht lange darüber schnacken, ja, sondern wir wollen hier auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar wurden bei Wowhead vor ein paar Stunden neue Patches in der Burning Crusade Beta veröffentlicht. Ihr könnt euch das gerne auch mal selber anschauen. Ich habe den Link auch natürlich in die Videobeschreibung reingetan. Am Anfang geht es ein bisschen um generelle Dinge, auch sehr viele gute Dinge einfach, was sie hier machen wollen. Gefallen mir alle sehr gut die Sachen generell. Ich bin gerade mega zufrieden mit der Entwicklung von Burning Crusade in der Beta und könnt ihr euch alles auch gerne mal selber anschauen. In dem heutigen Video wollen wir uns aber hier vor allem mit den Player vs. Player Geschichten ein wenig beschäftigen und zwar genauer gesagt werden die Änderungen an dem Matchmaking-Rating, also an dem MMR, in der Arena durchgeführt, wie ja eigentlich auch schon während der BlizzCon angekündigt wurde. Die erste grundlegende größere Änderung bedeutet einfach, dass wir eine MMR in der Range während der Zeit von 2008 quasi eingeführt wird. Und 2008 war meiner Meinung nach schon WOTLK dann am Start. Ja, und grob gesagt kann man sagen, zu WOTLK hatten die Leute einfach schon generell ein höheres Rating. Ich glaube auch, das war das erste Mal, wo Wreckful einen 3000er Rating dann erreicht hat, bin ich der Meinung. Und dementsprechend werden wir höhere Ratings sehen. Also im originalen TBC war so ein 2.4er, 2.5er, 2.6er Rating war schon so ziemlich krank. Ich vermute, dass wir in Burning Crusade Classic wahrscheinlich wieder über die 3000er Ratings drüber kommen werden. Aber mal gucken. Eine weitere interessante Geschichte ist, dass wir hier einen Start haben der Arena-Teams bei einem Null-Rating. Ja. Im originalen Burning Crusade haben wir bei 1500 gestartet. Ich verlinke euch unten auch mal einen sehr interessanten Reddit-Beitrag, wo so ein bisschen schon drüber debattiert wurde, ob von wegen die Arena nun irgendwie tot wäre für Casual-Spieler. Halte ich auf jeden Fall für übertrieben. Noch einige schon darauf geantwortet, dass es eigentlich nur bedeuten wird, dass es eigentlich sogar besser wird für die Casual-Spieler, weil sich die guten Spieler eigentlich dann relativ schnell in höhere Rating-Bereiche bewegen werden und dort auch bleiben werden, weil man einfach, wenn man immer wieder von Null anfangen muss mit dem Team, einfach eine deutlich, sag ich mal, höhere Hürde hat, die Teams immer wieder neu zu starten, immer wieder hoch zu grinden und dementsprechend glaube ich auch, das ist eher eine gute Entscheidung. Diminishing Returns will have a 15 to 20 second cooldown window. Das ist wichtig für die Crowd Control Effekte in der Arena. Das heißt, angenommen, ihr habt jetzt jemanden dreimal schon geschiebt, dann könnt ihr ihn quasi 15 bis 20 Sekunden lang nicht mehr schieben. Da könnt ihr mir gerne auch nochmal in den Kommentaren schreiben, was es genau für Effekte haben wird auf das Arena-Gameplay, wie das sich bemerkbar machen wird, vielleicht die Arena-Profis unter euch. Da bin ich gerade auch ein wenig überfragt, aber der DR ist auf jeden Fall für die Arena ein sehr wichtiger Wert. Jetzt wahrscheinlich eine sehr interessante Geschichte für viele von euch da draußen. Und zwar wird hier genau erklärt, welches Arena-Rating man eigentlich braucht, also das Personal-Rating, das persönliche Rating, nicht das Team-Rating, wichtig, um die jeweiligen Arena-Set-Teile kaufen zu können. Und sehr, sehr spannend hier, weil
es im originalen Burning Crusade in Season 1 überhaupt gar keine Rating-Beschränkung gab. Also in Season 1, in der allerersten Arena-Season, die es damals gab, konnte man quasi alle Sachen einfach ohne Probleme kaufen, wenn man die Punkte hatte. Ich habe vor Monaten schon gesagt, ey, ich würde es übertrieben feiern, wenn Blizzard von Anfang an eine Rating-Beschränkung einführen würde. Und finde ich mega, dass sie anscheinend diesen Weg hier gegangen sind. Und ja, die Beine braucht man 1550 für die Brust 1600, für den Kopf 1700, für die Waffen 2050 und für die Schultern 2200. Und finde ich sehr gut, weil es einfach, das Arena-Gear ist schon sehr stark eigentlich. Und es ist immer so ein bisschen komisch, weil das einfach jeder im Grunde genommen, wenn man sich ein 5-on-5-Team gemacht hat, da hat man mehr Punkte bekommen generell als in den anderen Brackets und einfach 10 Games in der Woche gemacht hat, konnte man sich immer so nebenbei ein bisschen Punkte farmen und irgendwann die ganzen Sachen einfach kaufen. Von daher finde ich es eigentlich gut, dass hier schon jetzt die Beschränkungen eingeführt werden. Und Schultern auf 2200, ich glaube tatsächlich, dadurch ist gewährleistet, dass die Schultern wirklich ein Prestige-Objekt bleiben, und das finde ich einfach gut. Dann haben sie noch geschrieben, dass es einer ihrer Hauptziele ist in Burning Crusade, eine konsistente Erfahrung im PvP-Bereich den Leuten zu geben, und das ist einfach gutes quasi, wenn die Leute sich nicht in jeder Season auf andere Dinge einstellen müssen, ja, wie viele Arena-Punkte man braucht oder welches Rating und so weiter. Von daher, das finde ich auch sehr gut. Und denn dadurch ist so dieses Prestige, genau, was hier auch schon beschrieben wurde, so in jeder Season auch genau das gleiche von den Anforderungen her. Ja. Dann wird hier noch geschrieben, dass quasi die Arena-Punkte, Kosten quasi für die Gegenstände in allen Seasons gleich sein werden. Dann wird quasi jede Woche bekommt man die Arena-Punkte. Und damit man überhaupt Arena-Punkte bekommen kann in einem Team, muss das Personal Rating in einer Range von 150 mit dem Team-Rating übereinstimmen. Und man muss auf jeden Fall 10 Games in der Woche gemacht haben. Und man muss auf jeden Fall auch 30% der Spiele mit dabei gewesen sein in der vorherigen Woche vom Team. Das finde ich auch gut. Dadurch kann ich jetzt quasi nicht, wenn ich, keine Ahnung, einen Kollegen habe, der hat irgendwie einen 2400er-Rating, dann kann der mich nicht einfach einladen. Ich mache 10 Spiele und bekomme dann auch die Punkte oder habe dann die Rating Freigabe, so eine Art, sondern ich muss wirklich mich selber auch hochkämpfen und dort dementsprechend auch mich mit meinem Personal Rating sehr nah am Team Rating befinden. Dann, und das habe ich mega gefeiert, Leute, da habe ich mich auch wirklich unglaublich drüber gefreut, über diese Change hier. Und zwar wird es in Season 1 einen neuen, einzigartigen Rang 1 Titel geben, und zwar Infernal Gladiator Defiler, Leute. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, ehrlich, never ever. Ich bin froh, wenn ich Gladi packe. Aber finde ich sehr cool, dass man hier auch einen neuen Rang 1 Titel eingeführt hat, weil in der ersten Season gab es die quasi ursprünglich nicht. Weil die gab es erst mit Season 2, wie hier dann auch geschrieben wurde. Und das finde ich auch sehr cool, dass einfach hier nochmal so direkt dieser Prestige-Titel am Anfang auch direkt dabei ist. Und ich hoffe auch, aber gehe sehr stark davon aus, dass es auch im Toon-Too möglich sein wird, diesen Titel zu bekommen. Ja, dann wird hier nochmal erklärt, wie viel Prozent man quasi eigentlich, also in welchem Prozentbereich der besten Teams man sich befinden muss, um überhaupt den jeweiligen Titel zu bekommen. Challenger müsste in den besten 35% sein in eurer Region, Rival in den besten 10%, Duelist in den besten 3, Gladi in den besten 0,5 und Rang 1 ja in den besten 0,1%. Ist halt die Frage, das heißt, es ist nicht wirklich Rank 1, sondern es wird wahrscheinlich dann wieder mehrere Leute, vielleicht sogar mehrere Teams geben, keine Ahnung. Das wird nochmal spannend, wiefern die Teams dann hier wieder die Möglichkeit haben werden, irgendwie auch sich abzusprechen, keine Ahnung, wird auf jeden Fall Drama geben. Dann hat man hier die Arena-Flaggen geändert, von Gold und Grün auf Gold und Purple. Ja, finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Tornados werden in Season 1 in der Arena spawnen, in Nagrand. Finde ich auch okay, habe ich auch kein Problem mit. Das wird auf jeden Fall für die eine oder andere lustige Situation in der Arena sorgen. Und dann wurde hier noch quasi gezeigt, wo die jeweiligen Arena-Vendor stehen. Ja, das war's mit den News, ja, für die Arena-Spieler unter euch. Jetzt gehen wir gerade nochmal hier auf einen kleinen Beitrag ein, der hier in Reddit gepostet wurde. Den verlinke ich euch auch unten nochmal. Hier wurde einfach so ein bisschen gesagt, dass quasi
das eigentlich gar nicht so schlimm ist für die Casual-Spieler, sondern dass eigentlich es eher dazu führen wird, dass sich die guten Spieler im höheren Rating-Bereich befinden werden und die Anführungszeichen Casual oder schlechteren Spieler halt auch dann wahrscheinlich relativ entspannt schon das ein oder andere Arena-Gear auch bekommen werden. Und ich muss auch sagen, overall finde ich auch, dass das gute Sachen sind, die hier gemacht werden sind. Das Arena-Gear wird einfach aufgewertet. Ja, die PvE-Waffen werden dadurch auch aufgewertet, weil sich nicht jeder einfach mal so lockerflockig nebenbei die PvP-Waffen holen kann. Und ich finde es einfach eine gute Geschichte, wenn hier auch die Arena-Belohnungen so ein bisschen was Einzigartiges bleiben irgendwie. Und ich meine, in Classic war ja auch jetzt nicht jeder Rang 14 irgendwie, das war auch was Besonderes ein Stück weiter. Natürlich deutlich mehr als im originalen Vanilla, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher finde ich es irgendwie gut, dass hier auch diese Änderungen kommen. Und ich denke, wir werden richtig schöne Arena-Seasons in Burning Crusade haben. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu diesen Änderungen für die Arena in die Kommentare, Leute. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Denkt ihr jetzt irgendwie, oh, Arena wird jetzt viel zu schwierig. Hier, dann werde ich ja nie die Waffe haben oder nie die Schultern irgendwie. Oder denkt ihr auch eher wie ich, ey, das sollte auch was Besonderes sein irgendwie. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr auch Prestige, wenn man es dann wirklich erreicht irgendwie, als wenn es irgendwie jedem hinterhergeworfen wird. Und wenn ihr Bock habt, mir auch bei Arena zuzuschauen, dann schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Ich bin da immer dreimal die Woche live. Sonntag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 20 Uhr spielen wir momentan nur Arena in der Beta. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.